Ja, huhu, hier wieder bei dem Koali und bei The Secret World. Wir sind hier mitten auf der Straße und schaut mal. Der Item Shop hat endlich die Coins freigegeben und wir haben ein neues Outfit. Wir haben schöne neue Boots und wir haben eine coole Jacke. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber wir haben auch hier ein schönes Kreuz, was wir uns umgehängt haben, um den Hals. Ganz nice. Ja. Und ich kann das nochmal eben zeigen, was wir noch alles hier so in der Garderobe haben. Als so ein Silberkreuz halt. Hier haben wir nichts Neues. Hier haben wir halt hohe Schnürstiefel. Dann haben wir hier noch fingerlose Handschuhe. Auch mal zeigen hier. Ja. Fand ich aber jetzt momentan nicht so geil, deswegen habe ich erstmal Armringe. Das könnt ihr momentan nicht sehen. Moment, zeige ich euch aber auch mal. Dafür muss ich aber den Mantel ausziehen. Hier, ein paar Armringe. Ein bisschen Schmuck für die Frau von heute. Ja. Aber hier erstmal wieder schön die Jacke drüber. Ist ja kalt draußen. So, Oberkörper haben wir hier nichts sonderlich Neues. Und ja, Mantel haben wir hier. Die Frontsoldatenjacke habt ihr schon gesehen, glaube ich. Hoodie mit Flammdesign, das haben wir bisher getragen. Ich glaube, sonst haben wir da aber auch nichts. Das haben wir auch noch hier. Auch ganz nice. Aber grün ist jetzt heute auch nicht so cool. Schwarz. Der Nachname Schwarz. So, und ich habe eine ganze Ecke lang nicht gespielt jetzt. Die letzten Folgen waren alle am Stück. Und ich muss mich jetzt erstmal orientieren, was wir überhaupt machen mussten. Wir haben hier noch unsere Hauptquest offen, ansonsten nichts mehr. Was machen wir denn dann? Ich weiß gar nicht mehr, ob wir beim Skatepark schon alles gemacht haben. Ich glaube, wir laufen einfach mal zum Skatepark runter und schauen mal, ob da beim guten Danny alles schon fertig ist. Ein bisschen joggen. Schadet alles nix. Wir können nachher mal irgendwie eine Quest irgendwie annehmen, wo man viel schnetzeln muss. Wir haben unseren EP-Boost natürlich, der ist sich inzwischen auch wieder aufgeladen. Den müssen wir natürlich auch irgendwie gut verbraten. So, hier. Hüpf. Das sieht so aus, als hätten wir beim guten Danny alles. Nettes Outfit. So, dann gucken wir nochmal. Hier gibt es noch was. Die unglückliche Leiche. Ich glaube, dann gehe ich mal zur unglücklichen Leiche. Unglückliche Leiche. Oder haben wir das auch schon gemacht? Ich bin mir nicht sehr sicher. Ich sollte nicht so lange Spielpausen machen. Es ruckelt ein bisschen. Das finde ich jetzt gerade nicht so geil, aber muss man halt auch mitleben. Tipp, 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 tipp. Hier war die da unten. Unglückliche Leiche. Der stinkende Wasserstand hat die schrecklich verstümmelte Leiche eines Mannes zutage gefördert. Er war an einen Motorblock gekettet, also zweifelsfreien Mord. Der einzige Hinweis darauf, was mit ihm geschehen ist und warum, ist ein Schlüsselanhänger, den er in seinen aufgeschwemmten Fingern hält. Herausfinden, bei welchem Wagen der Schlüssel passt. Dazu müssen wir noch da ganz hinten. Oh, ich glaube, da müssen wir rüber zum Schrottplatz. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil auf den Schrottplatz wollte ich sowieso mal mit euch rüber. Glaube ich. Aber erstmal müssen wir hier aufpassen, dass wir hier nicht Leute pullen, weil
Wie wir ja wissen, sind wir nicht allzu gut da drin, Massen von Gegnern zu handeln, sondern immer nur einen nach dem anderen. Aber hier welche. Komm, der muss jetzt sterben. Der muss jetzt dran glauben. Okay, erster Kampf heute. Bisschen strecken und recken. Und dann. Schön hier. Ah, natürlich habe ich den anderen, den nächsten noch schon wieder gepult. Komm hier. Heilschuss. Ah, den kommen wir kriegen. Sehr gut. Wieder einer. Voll. Wo ist der Missionsmarker? Da oben. Das heißt, wir müssen hier irgendwie an der Küste vorbei. Kommen wir hier hoch? Ja. So. Und auf zum Schrottplatz. Mal gespannt, was wir da in dem. Wow, Leichen. Mhm. Hier gibt es jede Menge Quests. Ach ja, Gassi gegangen sind wir ja schon mit dem. Und das heißt, wir waren hier schon mal. Der schon Gassi gegangen. Ich erinnere mich blind. Wie gesagt, die anderen Folgen alle so schön am Stück aufgenommen. Das heißt, für euch ist jetzt relativ viel Zeit vergangen. Relativ wenig Zeit vergangen bis zum letzten Mal, aber für mich ohne Ende. Ich habe jetzt echt lange nicht gespielt gehabt dazwischen. So, hier waren Metallgolems. Ich glaube, mit denen wollte ich mich noch nicht anlegen. Da ist einer. Oh, hallo? Aua, aua. Kannst du Granaten? Was? Der folgt mir hier mit ins Leder hin? Was? Hier. Puh. Haben wir aber gerade so erledigt. So, was haben wir denn da gefunden? Wir haben eine ziemlich coole Armschiene gefunden. Die rüsten wir noch direkt mal aus. Geht das nicht? Doch, das geht. So, hier ist noch was von dem Flammenwerfer. Okay. So, dann haben wir uns jetzt wieder gesettelt. Und wieder zurück auf den Schrottplatz. Ganz leise, damit wir die Metallgolems nicht anziehen. So, der ist rot. Da ist noch einer. Komm, wir versuchen den. Und. Der Sache hier. Bisschen Heilschüsse auspacken und auf jeden Fall die Granate. Den Hammer. So. Auch das ist viel besser als das, was wir jetzt haben.
alles angezogen. Wenigstens nehmen die hier, bringen die gut Zeug. So, jetzt müssen wir hier irgendwo ein Auto finden, wo wir reingucken können. Und hoffen, dass die großen Teile hier nicht so schnell respawnen. Mit. So, wo sind hier Autos, in die man reingucken kann? Ah, da ist eins, guck mal. Hier in den Kofferraum und. What? What? Fressgranaten! Kommen die aber immer her. So. Das scheint der falsche Kofferraum gewesen zu sein. Da ist noch einer. Ist hier irgendwas in der Nähe? Nein, okay. Noch ein Kofferraum. Vorsicht, schon mal bereit machen für Zombies. Der Schlüssel passt nicht. Okay. Okay. Schlüssel passt nicht. Da habe ich reingeguckt, da kamen Zombies. Oder vielleicht war das gerade deswegen der richtige. Ich weiß nicht, ich mach's nochmal. Zombies. Sind nicht so das Problem. Zombies sind nicht so das Problem. Aber ich verstehe dieses Zeugs nicht. Warum spawnen da immer Zombies, wenn ich hier den Kopf den Kofferraum drauf kloppe? Hm. Strange. Ein bisschen heilen. Hm? Heilen. Ich kann mich nicht heilen. Okay. Strange. Serververbindung unterbrochen. Nein! Okay, ich mache einen kurzen Cut. So, da sind wir wieder. Es war jetzt irgendwie 5 Minuten der Server von The Secret World irgendwie down oder so ähnlich. Auf jeden Fall war auch die Homepage von denen nicht zu erreichen. Das ist ganz strange. Können wir uns auch wieder heilen. Irgendwie ist das hier immer noch ein bisschen buggy. Irgendwas stimmt da halt nicht. So. So, hier ist noch ein Kofferraum. Und hier auch. Wollen wir hier rein? Schon wieder irgendwelche Zombies angerannt. Komm. Ja, Zombies sollten nicht so das Problem sein. Die sind allenfalls lästig.
oben. Auch nicht. Okay. Die, 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 my Zombie. So. Ja. Der Schrottplatz ist ja noch groß, ne? Da können wir noch ein paar Kofferräume durchsuchen. Hier ist auch noch einer. Komm schon, pass. Schlüssel passt nicht. Alles gut, wir laufen mal gerade zurück. So, die beiden haben wir gerade durchsucht. Wo gibt's denn da drüben? Müsste es noch Kofferräume geben. Oh, das ist wieder. Kann man hier reingucken? Nein, kann man nicht. Kofferräume. Ich finde es hier gruselig auf diesem Schrottplatz. Spiel, warum machst du sowas mit mir? Da draußen ist auch noch irgendwie nichts Angenehmes. Kofferraum? Nein. Hier ist ein Kofferraum, hier ist ein Kofferraum. Und. Zombies. Vorne, der kann sogar klettern. Ist ja schräg. Boah! Granate! Bevor er hier seinen komischen Umkreis-Ding machen kann. Okay, was nervt mich hier gerade ein bisschen mit diesen crappy Teilen, die ich da nicht wegmachen kann. So, da habe ich ja reingeguckt. Vorne mal gucken. Hier ist auch noch eine Nebenquest, aber die nehme ich jetzt nicht an. Hier vorne ist noch ein Kofferraum. Komm, sei der richtige Kofferraum. Oh, nervig. Warum kommen da Zombies? Ich sollte mir vielleicht mal einen EP-Boost mal anschmeißen, dann könnte ich mal schauen, wie das hier. Da sind zwei gleich von denen. Ich weiß nicht, ob ich mich mit zwei gleichzeitig anlegen will. Hier ist noch ein Kofferraum. Schlüssel passt nicht. Hier ist ein Kofferraum. Schlüssel passt nicht. Vielleicht ist es echt gut, hier so von Schrottberg zu Schrottberg zu hüpfen. Ah, come on. Der Heilschuss ist schon stark. Fällt er. Da.
irgendwelche Kofferräume noch hier? Hier, der? Ich glaube, den hatten wir schon. Oh, Zombies. Okay. Hier war das Nebenquest. Dann gehen wir nochmal einen weiter. Altmetallgewebeschweiß. Okay, gruselig. Kriegen wir den hin? Schießen. Aber brauchen wir nicht. Okay. Oh, was ist das? Oh, jetzt habe ich drei an der Hacken. Überleben. Das ist aber eine interessante Frage jetzt hier. Lass mal raus hier. Ich glaube, die gehören zu dem dazu. Und da macht wieder auf der eine. Sich voll geheilt. Was ist das? Ich glaube, ich muss mal verschwinden. Ah, und hier ist noch einer. Scheiße. Ah, hier ist ein Kollege. Hilfe. Guck mal, der macht das für mich. Puh, aber da war ich eben auf meiner Flucht, habe ich hier ganz viele Autos gesehen, wo man hier reinkommen könnte. Yes! Oh! Okay, da ist halt eine Leiche drin, ja. Bericht senden. Puh. Kriegen wir den hin? Take this. Da waren noch die Krallen. Läuft. So. Boah. Yo. Jetzt gehen wir mal zurück zu dem Schrottplatz, Eddie. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Du auch. Ich mach euch gleich wieder platt. Puh. So. Hier gibt es noch eine Quest. Tango und Cash. Edgar ist so stolz auf die Leistung von Tango und Cash als Wachhunde, dass er einen Zettel mit ihrem Killrekord an die Seite des Busses geheftet hat. Klingt nach einer offenen Einladung an alle, die diesen Rekord während eines Angriffs auf den Schrottplatz zu brechen. Okay. Dann können wir hier noch eine Hauptquest, können wir auch annehmen.
Schrottplatzverteidigung. Tango! Cash! Los, Sitz! Ich sagte Sitz! Ruhe, oder es gibt den Stock! Das wisst ihr. Schluss jetzt! Verdammt nochmal! Wir haben nämlich Besuch. Huhu! Sogar welchen der atmet. Oh, ja, so ist schon besser. Das sind fiese Mistköter. Beißen ihn lieber in den Arsch, als sie anzusehen. Vermeiden Sie am besten Blickkontakt. Vor allem mit Cash hier. Das ist der da drüben. Er steht nicht drauf. Dabei ist er der Freundliche. Hey, Tango! Lass den Arm! Der ist infiziert! Scheiß blöde Töle. Mann, oh Mann, die kranken Viecher, die stehen wirklich auf Frankies. Oh. Die Hunde halten den Hof sauber und Familie Frankenstein hat Schiss vor ihnen. Und wer keinen Schiss hat, wird in kleine Stückchen zerrissen. Und nicht mal ich kann ihnen dabei zusehen. Und ich habe schon viel Krankenscheiß gesehen. Aber die Jungs, sie erwischen nicht alle. Frankies und Schlümpfe tauchen auf ihr wie Hasen zu Ostern. Boom, boom, verstehen Sie? Mögen Sie Hunde? Katzen taugen nichts. Nur als jaulende Waschlappen. Für Helden wie Sie ist das wohl nicht so wichtig. Sie müssen nun mal gegen die Frankies und die mutierten Schlümpfe ran. Stimmt's? Ich habe ein paar Spielsachen für Sie. Die machen Boom und Bäh! Ich sag nicht, woher die sind. Wagen Sie nicht, das geht Sie gar nichts an. Ist das klar? Weshalb denn die ernste Miene? Also vielleicht haben meine Jungs jetzt Pause. Während ich hier an diesem Schulbus aus der Hölle arbeite. Haben wir eine Abmachung? Und seien Sie besser leise. Tango und Cash sind ein bisschen empfindlich. Aber die Überreste wühlen Sie danach gerne durch. Okay. Schlümpfe, also. Wertungsliste. Tango und Cash. 14 Frankies, 14 Schlümpfe in 10 Minuten. Sind sie besser als meine Hunde, beweisen sie es. Okay. Abwehrsystem. Ennis von etwas Spielzeug mitnehmen. Okay. Platzieren, wie viel. Ah, okay. Platzieren. Dann müssen wir uns wohl beeilen, denn da läuft ein Counter runter. Wo ist das Ding da? Ich sag noch beeilen und trödel hier rum. So, und spurten. Und ablegen und zurück. Das hat der Typ da hinten wohl eben auch gemacht. Deswegen auch diese komischen Symbols. So, hier noch einen hin. Es wird knapp. Gucken, ob wir alle Fässer mitnehmen können. Denn unsere Eukalyptor ist nicht die schnellste vom Haus aus. Na. So. Einen hier drüben hin. Kriegen wir noch eins? 20 Sekunden. Das könnte sich ganz knapp ausgehen. Okay. Da kommen sie. Ja. Schieß doch mal. Es
gebe ich jetzt drum für so einen Massenschadenteil? Das ist ja immer noch nur. Okay. Dann kommen noch mehr. Okay. Ich könnte mir noch mal so. Mehr. Okay, und hier nochmal so einen reinfeuern. Ich hätte doch hier noch irgendwo einen. Was ist denn da noch einer? Okay, anscheinend irgendwo. Den zweiten Satz. Okay, ah, müssen wir die andere Seite verteidigen wahrscheinlich. Okay. Fangen wir mal hier vorne an. Und Inventar wieder öffnen. Das war hier ganz gut. Die beißen sich ja hier an den Zäunen fest. Das heißt, da ist es ganz gut, wenn man die Fässer davor platziert. Möglichst überlappen und die schön mehr Schaden bekommen. Und noch so hier in die Ecke noch ein. Na, nicht das, sondern das. So. Das ist auch blöd, dass man immer nur eins mitnehmen kann. Obwohl, müsste ich gleich mal ausprobieren, aber ich habe nicht die Zeit, das auszuprobieren. So. Jetzt schaue ich mal, ob man mehr mitnehmen kann. Ah, wenn wir nur ein Objekt kommen. I knew it. Okay, hier einen hin. Okay. Zwei Fässer. Oh, das wird mega knapp, Leute. Hier einen hin. Oh, schneller, lauf doch. Ich habe die ganze Zeit vergessen, Sprinten zu drücken. Sag doch mal was, wenn ihr zuguckt. Wahrscheinlich zu Hause. Oh, Guardiwa! So, hier noch schnell einen hin. So. Und dann. Oh, jetzt geht's hier mit. Mehr Hexen. Hinter mir auf. Okay. Kollege ist doch auch der, der uns eben schon mal geholfen hat. Und hier, komm. So. Puh. Was ist denn das überhaupt hier? Das ist John Terra Garmonte Prison. Okay. Danke, danke. So. Bericht senden. Alles ist okay. Dieses
Schlümpfe Ding haben wir jetzt hier mit dem Tango und Cash. Und ja, hier haben wir jetzt ja eben den Schrottgolem reingezogen gehabt. Hoffentlich macht das keiner mit uns, weil wir kriegen den nicht hin. So, da hinten kommt dann nämlich der Schrottgolem. Bleib da, wo du bist. Bleib da, wo du bist. So. Diesmal nicht vergessen, sprinten zu drücken. Bleib da, wo du bist. Ich warne dich. Hier so einen hin. Und die nächste. Das wird eine lange Folge, weil ich sehe gerade, wir haben jetzt schon wieder ziemlich lange aufgenommen. Und wir hatten ja die erste Folge ja schon, wo der Serverabsturz war. Aber habt euch verdient, das ist mal eine Special-Folge. Etwas länger. So. Und zack. Und hier würde ich sagen, können wir noch einen hin tun. Dann das letzte Fass. Wo tun wir das hin? Hier in die Mitte, oder? Oder nach da? Komm nach hier. So, zack. Okay. Jetzt verteidigen. Wo kommen sie? Da hinten kommen sie. Und. Königreich für AOE-Schaden. Ah, Meereshexe. So. Nee. Granate. Ah, stimmt, vorher, okay. Ist knapp. Ist eine knappe Kiste hier. So, da kommen wir schon wieder. Okay. Wir müssen schnell mal Feuer reinschmeißen. Ja, das geht gut. What the fuck? Anvisieren. Granate. Uff, uff. Erstmal, würde Winnetou sagen. Bericht senden. Die beste Verteidigung ist Bewegung. Ach, ja, stimmt, hätten wir auch machen können. Dennoch muss man sich hin und wieder verschanzen und eine strategische Stellung sichern. Oder vielleicht auch nur einen entsprechenden Eindruck erwecken. Ja, so wie wir. Der Schrottplatz ist genau wie sein Besitzer ein Ort der Arbeit und der Geheimnisse. Wahrscheinlich ohne Bedeutung, aber dennoch, sichere Orte sind in Kingsmith Mangelware. Genau wie Projekte, die sich um den öffentlichen Nahverkehr kümmern. Oh ja. In Zeiten des Todes ist alles wichtig, was sich bewegt. Ob nun der Feind, der getötet werden muss, oder etwas, das sich zu verteidigen lohnt. Und wir bekommen eine neue Waffe. Wir nehmen natürlich Sturmgewehr. So, 126. Und momentan haben wir. Wir haben schon den gleichen. Den Vollstrecker haben wir schon. Dann nehmen wir die Krallen.
um die auch mal aufzuwerten, weil das ist eine ordentliche Buff. Nehmen wir die Krallen. Okay. So. Und dann haben wir noch 6 KP zum Ausgehen. Das machen wir auch noch in dieser Folge, glaube ich. So, was können wir denn hier machen? Sturmgewehr hatten wir voll. Wir mussten jetzt hier 7 KP... holen wir uns hier Alpha Wolf. Und haben dann noch 3 über, mit denen wir nichts machen können. Ja, okay, super. Und Charakterfähigkeitspunkte haben wir 2. Sturmgewehr braucht man 4, um den Schaden zu erhöhen. Wir können hier mal ein bisschen in die Heilung investieren. Und hier unten ist auch alles 2. Okay, sparen wir ein bisschen. So, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder in The Secret World. Und, ach ja, Frank, ne? Nicht, dass du denkst, ich vergesse wieder auszurüsten. Zack. Danke für den Hinweis in den Comments übrigens. Bis zum nächsten Mal, euer Koali. Tschüss.